Hey, ich bin's, euer Max von Camperland Bong und heute zeige ich euch den Fendt Bianco Selection 465 SFB. Kommt mit! Kommen wir zu den allgemeinen Fakten. Heute stelle ich euch ja den 465 SFB Bianco Selection vor. Für was steht überhaupt SFB? Das S steht für den Super Slim Tower, das ist der Kühlschrank. Das F für das französische Bett. Und das B sagt uns, dass das Bett sich vorne im Bugbereich befindet. UVP liegt bei 21.650. Kommen wir aber einmal zu den Maßen. Das Fahrzeug ist 7,5 Meter in der Gesamtlänge, also mit Deichsel. Aufbaulänge sind 5,94 Meter. Die Innenstehhöhe beträgt 1,95 Meter und das Umlaufmaß für ein Vorzelt sind 9,60 Meter. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt wie hier in dem Video ein aufgelastetes Fahrzeug haben auf 1,8 Tonnen, variiert das Umlaufmaß. Also es kann dadurch ein bisschen mehr sein, weil das Fahrzeug in der Regel so ein paar Zentimeter höher rutscht. Kommen wir zu den Gewichten, die blenden wir euch jetzt auch einmal kurz ein. Zulässiges technisches Gesamtgewicht beim Serienfahrzeug beträgt 1500 Kilo. Hier in dem Fahrzeug hinter mir haben wir ein aufgelastetes Fahrzeug und hier liegt es bei 1800 Kilo. Wir haben jetzt hier ein voll verzinktes System Leichtbauchassis der Firma Alco. Bevor wir zum Exterieur kommen, noch kurz was zum Führerschein. Welche Führerscheinklassen benötigt ihr, um dieses Gespann fahren zu können? Wir können mit B96 dieses Gespann fahren. Das ist aber ganz wichtig, dass das Gesamtgewicht von Gespann und Zugfahrzeug nicht 4,25 Tonnen überschreitet. Da aber bitte dann ganz genau nachschauen, wenn man diesen B96 Führerschein hat. Am besten, da muss man sich gar nicht so viel Sorgen machen, wäre natürlich BE oder der alte Klasse 3 Führerschein. Voraussetzung für all dessen, dass man den fahren darf, ist natürlich, dass das Zugfahrzeug das Fahrzeug auch ziehen darf. Das seht ihr dann im Fahrzeugschein bei O.1. Kommen wir jetzt einmal zum Exterieur. Wir beginnen einmal hier vorne im Bugbereich. Vorne, das ist die LFI-Technologie, die Fendt da angewendet hat, serienmäßig bei allen Fahrzeugen. Das Tolle daran, verbesserter Hagelschutz, 100%ig UV-beständig und sehr pflegeleicht. Und wenn man Kratzer ist, kriegt man den gut rausgemacht hier vorne. Kommen wir zum Gaskasten, den mache ich einmal auf. Geht ganz gut, wir haben hier zwei Gasdruckdämpfer integriert. Und was Fendt auch gut löst, ist, dass die hier ein Alu-Riffelblech verwenden, dadurch natürlich sehr robust und langlebig, macht was her. Aufnahmen für zwei 11 Kilo Gasflaschen, optional können natürlich auch 5 Kilo Gasflaschen mitgenommen werden. Da muss man eine Sache beachten, da bietet Fendt im Zubehör eine Einlage hier an, dass die 5 Kilo Flasche perfekt da reinpasst. Was haben wir noch hier vorne im Gaskasten? Einmal den rollbaren Abwassertank. Zwei Keile und hier oben versteckt sich noch die Kurbel für die Stützen. Kommen wir zur Seitenwand. Die Seitenwand besteht aus einem Hammerschlagblech. Das Schöne bei Hammerschlagblech ist einmal, wenn es doch mal vorkommen sollte, dass hier eine kleine Delle drin ist, durch ein Gestänge oder der Stuhl rutscht dagegen und man hat hier eine Kitsche drin, dann fällt das aufgrund der Struktur nicht auf. Also es geht unter. Das ist das Schöne im Vergleich zum Beispiel zu einem Glattblech. Darüber hinaus ist ein Hammerschlagblech immer ein bisschen dünner, weil durch die Struktur eine viel bessere Stabilität gegeben ist. Gehen wir einmal weiter. Das Schöne ist, alle Fenster, die wir sehen, doppelt verglast, aufstellbar und schon serienmäßig abgedunkelt. Macht von außen natürlich schön was her und man kann nicht auf den ersten Blick direkt hineinschauen. Kommen wir einmal zum Bugbereich. Was Fendt ganz toll macht hier bei dem Fahrzeug, wir haben hinten ein ganz großes Heckfenster. Über dem Heckfenster haben wir noch eine Kederleiste. Da kann man, wenn man zum Beispiel jetzt Wintercamping macht, sich noch spezielle Thermovorhänge vorhängen, dass es im Winter quasi keine Kältebrücke hier in Nähe vom Fensterbereich gibt. Ansonsten, schönes stimmiges Design. Wir haben hier die Chromzierblenden und hier unten, das finde ich ein tolles Detail, haben wir einmal hier die Carbon-Optik, dass das Fahrzeug dann noch ein bisschen sportlicher dastehen lässt. Wir gehen einmal jetzt auf die linke Seite vom Fahrzeug und schauen uns die Klappen hier an.
Wir haben nämlich hier ein Fahrzeug, was neben dem normalen Füllstutzen noch einen City-Wasseranschluss hat. Den gucken wir uns gleich nochmal drin ganz genau an. Ist nämlich wirklich eine schöne Sonderausstattung, die das Campen nochmal ein bisschen bequemer macht. Dann haben wir hier einmal den Auslass von dem Kühlschrank oder die beiden Auslässe. Auch hier, wenn Wintercamping ansteht, bietet es sich an, von Dometic noch eine Winterabdeckung zu bestellen, dass der Kühlschrank im Winter ein bisschen leistungsstärker ist. Und wenn wir jetzt eh schon hier stehen, können wir uns einmal noch die Felgen anschauen. Die Felgen hat das Fahrzeug nicht serienmäßig. Das ist eine Sonderausstattung. Hier im Zuge aufgrund der Auflastung auf 1800 Kilo. Da sind die nämlich serienmäßig mit dabei. In Silber ganz schick. Gibt es optional auch noch in Schwarz, wenn man möchte. Kommen wir einmal zur großen Stauraumklappe von Fendt. Die befindet sich unter dem französischen Bett. Und hier kann man echt viel einladen. Können wir einmal reinschauen. Was jetzt hier nicht serienmäßig ist in diesem Raum, ist einmal hinten der Kasten. Das ist ein 14 Liter Elektroboiler. Den hat er im Zuge von dem Schauerpaket 1 bekommen. Standardmäßig wäre nämlich da die 5 Liter Therme. Jetzt kommen wir zum Innenraum. Bevor wir aber komplett reingehen, schauen wir uns einmal kurz hier vorne das Detail an. Und das macht Fendt super. Wir haben nämlich hier eine kleine Einstiegshilfe, einen Tritt, der abgesenkt ist. Dadurch kommt man gut in den Wohnwagen rein, ohne sich jetzt hier vorne noch einen Hocker stellen zu müssen. Kommt natürlich aber auch immer darauf an, wo man jetzt steht. Ich gehe mal vor. Und wir schließen die Tür am besten wieder hinter uns. Es sind minus 6 Grad, also sehr kalt. Trotz der Heizung, aber hier drin dann sehr warm. Ja, tut mir leid, das war gerade voll der Versprecher, oder nicht? Okay. Kommen wir einmal hier hinten zur Heckgruppe. Wir fangen einmal oben an. Direkt schon hier oben mit der Deckenleuchte. Die Deckenleuchte hat zwei Beleuchtungsmöglichkeiten. Die befinden sich hier direkt vorne am Eingang. Einmal für eine indirekte Beleuchtung bei der Deckenleuchte. Sehen wir jetzt hier einmal. Und einmal für die drei Spots. Dann haben wir über den Hängeschränken einmal komplett rundrum eine Ambientenbeleuchtung. Und die ist ganz praktisch, weil durch die Ambientenbeleuchtung haben wir auch in den Hängeschränken, die sich hier befinden, eine indirekte Beleuchtung. Schau mal da rein, da haben wir so einen Lichtkegel. Und wenn es jetzt dunkel ist, dann kann man trotzdem in den Hängeschränken oben das ein oder andere ein bisschen besser entdecken. Und auch hier, wir sehen, das ist hier sehr wertig gemacht. Und wir haben auch vernünftige Scharniere, also hier wackelt nichts während der Fahrt. Die schließen sauber. Und man hat ein wirklich schönes Gefühl, wenn man das anfasst. Dann rutschen wir einmal ein bisschen runter. Hier haben wir eine Zwischenablage mit einer kleinen Kante drin. Hier kann man also auch etwas reinlegen. Nur während der Fahrt würde ich natürlich schauen, wenn da ein bisschen mehrere Sachen drin liegen, können die natürlich hin und her rutschen. Also das ist dann dafür geeignet, wenn man den dann sich schön hingestellt hat. Und dann kann man da mal ein Buch reinlegen, etc. Dann haben wir einmal Schwanenhalslampen. Der Knopf für die Schwanenhalslampen ist hier einmal an der Seite. Ist ganz schön gemacht. Wenn man sich jetzt hier mal hinsetzt und was lesen möchte, kann man die mal mit anmachen. Dann hier hinten durch einmal Ablagen. Zwei Stück und eine Steckdose. Das gleiche haben wir auch einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Was ist das für eine Steckdose? Das sind 230 Volt Steckdosen. Zwei Stück dann hier. Also zwei Stück, genau. Links und rechts. Und was hier auch ganz toll ist, wir haben hier drei große Fenster im Heckbereich. Dadurch ist das wirklich ein sehr lichtdurchfluteter Raum. Dadurch wirkt der Raum, auch wenn er jetzt hier nur 230 breit ist, der Wohnwagen, wirklich sehr geräumig. Und das ist das, was so schön daran ist. Alle Fenster können wir natürlich aufmachen. Also wenn mal ein heißer Sommertag sein sollte, weht hier dann auch mal, wenn man will, mal ein bisschen die Luft durch oder der Wind durch und es kühlt dann relativ schnell wieder ab. Die Fenster, die wir auch hier haben, haben alle ein, ich zeig das mal, Fliegenplissé. Wenn man dann die Fenster aufgemacht hat und einmal das Verdunklungsplissé, was direkt davor liegt. Das Verdunklungsplissé kann man in drei Positionen einrasten lassen. Das ist die erste. Das wäre die zweite Position. Und ganz unten, wenn man komplett abdunkeln will, wäre die dritte Position.
Dieser Mechanismus, der ist an allen Fenstern, die wir hier in dem Wohnwagen sehen, immer gleich. Obwohl eine Ausnahme gibt es, das ist das Küchenfenster. Das schauen wir uns gleich aber nochmal an. Wie macht man die Fenster auf? Wie macht man die Fenster auf? Oder kann man die auch so anstellen dann später? Oder? Ja doch, wir machen das jetzt mal auf. Und zwar haben die immer so ein Safety-Lock-System, würde ich es jetzt mal nennen. Und zwar ist hier ein Druckknopf. Und wenn wir das Fenster aufmachen möchten, müssen wir diesen Druckknopf einmal reindrücken und drehen. Das dient dazu, dass wenn man jetzt zum Beispiel fährt und man hat nicht diesen Druckknopf, dann kann es natürlich sein, man fährt über eine holprige Strecke, dass sich dieser Mechanismus, hier dieser Hebel, durch die Fahrt losruckeln kann und das Fenster dann irgendwann öffnet. Und deswegen einmal den Knopf reindrücken, drehen, dann kann man das öffnen. Ich mache das hier einmal an den Seiten. Also es gibt drei dann, die man da lösen muss. Ja, es gibt mehrere. Ne? Also wir haben jetzt hier in der Ecke zwei Stück, in der Mitte drei und hier noch einmal ein. Und jetzt kann man das schon aufmachen. Oh, habe ich einen vergessen? Ja. So. Und jetzt hören wir das immer so klacken und dann rastet der immer ein. Erstes Mal. Zweites Mal. Und drittes Mal. Das ist die oberste Position. Wenn wir das wieder lösen möchten, machen wir es einmal ganz auf. Und jetzt kommt das Fenster wieder zu. Der Mechanismus ist hier in diesem Heckbereich immer der gleiche. So, ich schließe mal wieder ab. Was ist eigentlich mit den Kissen hier? Den Kissen, ja, die Kissen, die sind nicht serienmäßig mit dabei. Das Fahrzeug hat, als wir das damals bestellt haben, von uns noch das Deko-Paket bekommen. Deko-Paket besteht hier aus diesem Tischläufer, der hier vor uns ist, und einmal den beiden Kissen. Serienmäßig also nicht mit erhalten. Wir haben hier ein Polster, das ist das Albarella. Optional gibt es das auch noch in Zingaro. Zingaro wäre so ein Grauton. Finde ich aber hier in diesem Albarella ganz schön, weil das ein bisschen Kontrast auch zum Dekor gibt. Die Sitzpolster sind sehr angenehm und das Schöne ist, hier bei dem Rückenpolster haben wir so eine ganz kleine Lordosenstütze. Also sie sind ergonomisch geformt und dadurch hat man wirklich einen sehr schönen Sitzkomfort. Und was auch ganz schön ist bei dem Fahrzeug, wir können diese Rundsitzgruppe noch zu einem Bett umbauen. Und dann haben wir echt ein tolles, großes Bett für ein bis zwei Personen, super geeignet, Breite. Ungefähr ja 1,40 und Länge ist 2 Meter. Und das zeige ich euch mal. Und dazu muss ich hier bei dem Tisch, ich tue es mal hier an Seite, die Arretierung lösen. Wenn ich die einmal drehe, kann ich jetzt den Tisch absenken, damit ich den schon mal zur Schlafposition bringe. So, schauen, dass es hier passt. Perfekt. Wenn ich den ganz unten habe, greife ich wieder an den Griff dran, drehe den einmal um 180 Grad und der Tisch bleibt in dieser Position stehen. Und wenn wir jetzt den Bettumbau machen möchten, ziehen wir einmal die Sitzkissen in die Mitte. So. Und legen hinten die Rückenpolster einmal um. So, tun wir wieder hier unten hin. Und noch das hier. Und jetzt haben wir eine tolle Schlafmöglichkeit. Man kann natürlich jetzt hinten noch die Rückenpolster wegmachen. Dann ist die Liegefläche noch ein bisschen größer. Wenn das wirklich dauerhaft genutzt wird, hier hinten die Möglichkeit, empfehle ich immer noch vielleicht, sich so eine dünne Rollmatratze zu holen oder einen Topper, den man da drauf legt, damit man halt hier diese Ritzen nicht so sehr spürt, dann ist das eine saubere Sache. So, ich baue das mal wieder zurück. Für wie viele Personen? Für wie viele Personen ist das hier geeignet? Ja. Also ich würde sagen, ein bis zwei Personen. Also wir haben jetzt hier eine Breite, ich zeige das nochmal kurz, von ungefähr 1,40 Meter. Mhm. Und die Länge beträgt jetzt hier 2 Meter. Die Breite, die variiert ein bisschen. Hier ist es ein bisschen breiter als im Küchensegment, aber das macht nur so ein paar Zentimeter aus. So, ich baue das mal wieder zurück.
Das Umbauen geht ja auch relativ schnell, ne? Ja, das geht echt zügig, ne? Und man braucht auch keine zweite Person, die einem hilft, dass hier einem zum Beispiel der Tisch, wenn man den Tisch lösen möchte oder sonstiges, also man kann das alleine wirklich super machen und es geht wirklich sehr rasch. Und wenn man jetzt auch fahren möchte, ist zum Beispiel diese Position vom Tisch auch die Fahrposition. Dann muss man aber noch hier die Arretierungen dran machen. Die hat er einmal rechts und links, damit der Tisch während der Fahrt natürlich nicht nach vorne rutschen kann und dadurch vielleicht etwas beschädigt. Also diese Arretierungen müsste man noch am Tisch dann anbringen. So, das wollen wir aber jetzt nicht. Wir machen den Tisch wieder hoch. Dazu der gleiche Prozess nochmal. Hier unten haben wir einmal den Hebel. Den lösen wir jetzt und dann sehen wir auch schon, dass der Einsohlenhubtisch automatisch nach oben geht. Und jetzt können wir den wieder lösen. Was auch ganz schön ist an diesem Tisch, durch diesen Einsohlenhubtisch haben wir halt wirklich jede Menge Beinfreiheit. Und jetzt kann man hier wirklich mit vier Personen sitzen, ohne dass man jetzt hier gegen irgendein Tischbein stößt oder sonstiges. Und wenn man mal ein bisschen Platz haben möchte, kann man den Tisch auch bewegen. Also der ist nicht feste. Man kann den auch, wenn man will, rausnehmen. Direkt unter mir noch eine kleine Schublade. Ist ganz praktisch gemacht. Aus eigener Erfahrung heraus bietet sich super an, um Schuhe reinzutun, wenn man reinkommt. Man hat vielleicht mal nasse Schuhe, wenn es draußen geregnet hat. Oder man kommt von Strand und hat jetzt sandige Sachen oder Schuhe an. Dann kann man die hier super verstauen. Dann würde ich hier noch so ein kleines Kistchen reinstellen. Ist aber komplett durchgängig. Also wir können jetzt einmal hier komplett unter die ganze Sitzbank schauen. Und da sind dann diese Lüftungen hier unten dran? Oder diese Heizung? Ja, achso, du meinst hier die Rohre. Genau, und dann gibt es ja auch so Auslässe hier. Genau, wir haben jetzt hier, und zwar hat die Heizung ein Umluftsystem. Also wir können die warme Luft, die die Heizung produziert, einmal im kompletten Fahrzeug verteilen. Und da haben wir jetzt auch gerade hier diese Rohre gesehen. Und dadurch kommt dann die warme Luft und verteilt die Wärme im Fahrzeug gleichmäßiger. Machen wir das einmal zu. Jetzt schauen wir einmal noch unter die andere Bank, weil da haben wir gar nicht so viel Stauraum, weil sich da der Frischwassertank befindet. Und den gucken wir uns jetzt auch einmal an. Baue ich das hier noch kurz einmal weg. Hier ist einmal der Frischwassertank, 45 Liter. In der großen Version, serienmäßig, hätte das Fahrzeug einen 25 Liter Tank. Hier hatten wir uns ja eben schon mal von außen angeschaut, haben wir einmal den City-Wasseranschluss und einmal den normalen Außenfüllstutzen. Und man könnte gegebenenfalls, das macht man aber nicht, den Tank von innen auch befüllen. Das hier ist aber eine reine Service-Luke. Wenn man den Tank entleeren möchte, also man möchte ihn jetzt winterfest machen oder man hat den Urlaub beendet und möchte das Frischwasser rauslassen, haben wir hier einmal über den Überlauf die Möglichkeit, beim Herausdrehen unten den Tank zu öffnen. Das zeige ich mal kurz. Da ist ein Gewinde dran. Jetzt kann ich es aufdrehen. Und jetzt kann ich den Überlauf rausziehen. Und jetzt würde das Frischwasser direkt unten auf dem Boden laufen. Stauraum haben wir dann noch hier an der Rücksitzbank. Da können wir auch mal kurz drunter schauen. Also Beladungsmöglichkeiten hier im Heckbereich, obwohl der Frischwassertank hier gelagert ist, jede Menge. Und hier kann man natürlich auch noch beladen. Geht dann quasi mal einmal komplett rum. Jetzt kommen wir einmal zur Küche. Wir beginnen auch hier wieder ganz oben. Auch wieder die Ambientenbeleuchtung ist ganz gut gelöst, wie auch in der Sitzgruppe hinten. Haben wir dadurch einmal eine indirekte Beleuchtung. Hinten sehen wir auch wieder den Lichtkegel von dem Staufach. Hier ein großes Fach. Und wir sehen, die haben hier drei Scharniere eingebaut. Dadurch ist das Ganze natürlich noch mal ein bisschen wertiger. Eine schöne Haptik auch. Also hier wackelt nichts. Und mit integrierter Soft-Close-Funktion. Ich verriegel einmal, damit halt während der Fahrt nichts rausfallen kann. Schauen wir uns einmal das Fach daneben an. Auch wieder ein großes Fach, aber einmal mit einer Unterteilung drin. Kann man aber auch herausnehmen, also es ist nur reingesteckt. Auch hier hinten wieder sichtbar, der Lichtkegel sorgt zur
Beleuchtung von dem Staufach. So. Und jetzt schauen wir einmal hier unter den Hängeschrank. Und hier sehen wir auch einmal eine Beleuchtung. Ich weiß nicht, ob man die jetzt hier in dem Video gut sieht. Ja, sieht man. Und wenn man jetzt kocht, kann man sich das direkt noch hier gut sichtbar alles zeigen lassen. Fenster wieder. Fenster, der Mechanismus ist der gleiche, wie wir das hinten schon gehabt haben. Einmal öffnen, Knopf reindrücken, drehen. Jetzt kann ich es aufmachen. Es arretiert wieder in drei Positionen. Erste, zweite und dritte. Pardon, es waren nur zwei. Okay, also er arretiert in zwei Positionen. Bei der zweiten ganz hoch, dann geht das Fenster wieder runter. Jetzt kann ich es wieder zumachen. Hier haben wir einmal von oben das Fliegenplissé. Wenn ich es ganz runterziehe, rasselt der hier unten ein. Und mach's mal wieder nach oben. Hier unten können wir das Verdunklungsplissé hochziehen, reingreifen und nach oben ziehen. Und jetzt kann man das hier oben auch wieder einrasten lassen. Und dann schließt das komplett bündig ab und das Fenster ist komplett abgedunkelt. So, ich mache es aber mal wieder auf, dann sehen wir ein bisschen mehr. Dann kommen wir hier einmal zu den Lichtschaltern. Der eine, der linke, ist für oben die Ambientenbeleuchtung oder die indirekten Beleuchtung. Und der rechte ist für die Beleuchtung unter diesem Hängeschrank. Dann haben wir hier einmal einen 230 Volt Anschluss. Sogar schön Spritzwasser geschützt. Genau, Spritzwasser geschützt. Dann haben wir einmal darunter eine Frischwasseranzeige. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Becher drauf drücke, zeigt er mir anhand dieser LEDs an, wie voll ist mein Frischwassertank. Also man muss jetzt gar nicht mehr hingehen zur Rundsitzgruppe, die auseinanderbauen und auf den Tank schauen. Man kann das hier direkt sehen. Ganz links, es ist jetzt eine rote LED an, zeigt mir an, dass der Frischwassertank komplett leer ist. Umso voller der ist, umso mehr LEDs leuchten und dann gehen die hier auch in den grünen Bereich dann rein. Also das ist nochmal dann farblich richtig gut zu erkennen, wie voll der ist. Und nochmal unten nochmal eine Steckdose. Dann auch hier, das ist so ein kleines Detail, aber ich finde, das macht schon viel aus. Nochmal so ein kleiner Spritzschutz, dass die Rundsitzgruppe geschützt ist, wenn man jetzt hier drin kochen möchte. Dass quasi die Sitzpolster nicht beschmutzt werden. Dann machen wir das mal hier auf. Kocher-Spülkombination, ganz praktisch gemacht. Wenn man hier mal reinigen möchte, kann man das direkt in einem Handwisch hier in die Spüle reinmachen und das kann man dann hier dann quasi entsorgen. Wenn man jetzt kochen möchte, ist immer wichtig, dass man für ausreichend Belüftung sorgt. Also entweder das Fenster aufmachen oder an der Seite eins, dass hier immer natürlich ordentlich Luft durchkommt. Und jetzt, und das ist ganz toll gemacht hier, wir haben hier ein richtiges Gusseisen, also das ist hier richtig massiv, macht eine sehr schöne Haptik aus. Das ist zweifach unterteilt, einmal das linke Element und einmal das hier. Wenn wir es anmachen, haben wir hier eine Zündautomatik, also man muss hier gar nicht mehr mit dem Feuerzeug hantieren. Wenn ich jetzt den Knopf reindrücke, sehen wir hier schon den Funken. Und wenn ich es jetzt drehe und halte es gedrückt, dann zündet er die Flamme. Dann hält man es ungefähr so 5 Sekunden, dass der Temperaturfühler merkt, dass die Flamme gehalten werden soll und schon brennt diese. Jetzt kann man die noch ein bisschen verstellen. Na, jetzt war es ein bisschen. Also man kann da ein bisschen mitspielen, wenn man jetzt kochen möchte. Das finde ich ganz toll, ne? Dass man hier das direkt so dann abwaschen kann. Ja, ist echt praktisch gemacht. Das ist ja besser als zu Hause. Ja, das stimmt. Wirklich jetzt, ne? Also das ist, zu Hause wäscht. Das ist durchdachter als wie zu Hause, da hast du recht. Also wir haben hier auch Warmwasser und Kaltwasser. Also auch ideal, wenn man mal spülen möchte und nicht gerade ins Waschhaus auf dem Campingplatz gehen will, kann man sich hier einmal warmes Wasser rausholen oder auch kaltes Wasser. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt natürlich hier oben die Glasabdeckung wieder abmacht, das steht so ein bisschen im Kollisionskurs. Deswegen einmal wieder ganz an die Seite drehen. Den mache ich auch mal kurz wieder rein. Und jetzt schließt das sauber. Auch hier, wie auf der anderen Seite, noch einmal so ein Spritzschutz, dass das Holzdekor geschützt ist. Kommen wir einmal zu den Küchenschubladen. Wir fangen mal links an.
Und das ist echt schön gemacht. Wir haben nämlich hier ein Gewürzfach. Ich öffne das mal. Und da kann man wirklich viel unterbringen, ob es jetzt Öle sind oder ja, diverse Gewürze. Die finden hier einen guten Platz. Wichtig ist halt immer, dass man sowas nicht überlädt. Also man sollte jetzt hier nicht anfangen, schwere Wasserflaschen reinzutun, weil natürlich die Hängeschränke oder dieser Apothekerschrank, aber auch hier diese Schubladen sollten nicht über 10 Kilo beladen werden. Und jetzt, und das ist ganz gut gemacht, ich mache das mal zu. Wir haben hier auch hier eine Soft-Close-Funktion. Und es schließt wieder sauber. Jetzt arretiere ich es wieder, dass es für die Fahrt gesichert ist. Ich öffne einmal oben den Schrank. Hier ist einmal ein Spannbetttuch drin. Das ist eine Sonderausstattung, kann man direkt bei Fendt mitbestellen, wenn man möchte. Das schmeiße ich mir hier aufs Bett. Hier haben wir auch einmal Fach. Hier steht auch nochmal der Hinweis, nicht über 10 Kilo beladen. Damit das auch während der Fahrt halt gesichert ist. Weil natürlich hier diese Nase, umso schwerer es wird, immer weiter runter wandert und dann gar nicht mehr richtig arretiert. Wenn man dann mal eine Kurve fährt, dann kann es natürlich sein, dass sie aufspringt oder sich natürlich hier das Material dadurch verformt. Wir haben mit integrierter Besteckschublade von der Firma Fendt. Macht was her, die kann man aber auch herausnehmen, wenn man möchte. Dann hat man da nochmal ein großes Fach. Bietet sich aber an, die drin zu lassen. Ist gut aufgeteilt. Dann sehen wir auch hier einmal die Absperrhähne. Die sind jetzt alle offen. Wenn man die jetzt schließen möchte, wir haben hier einmal die Piktogramme drauf, für was steht. Kochtopf, das ist hier vorne für die Kocher. Die Schneeflocke ist für den Kühlschrank und der Ofen, das ist für die Heizung. Wenn ich den jetzt schließen möchte, kann ich den einmal drehen und schon ist die Gaszufuhr für den jeweiligen Verbraucher, also jetzt hier für oben das Kochfeld, geschlossen. So, ich mache es aber mal wieder auf. Schließe hier die Küchenschublade und auch hier Soft-Close-Funktion. Und schon ist es geschlossen. So, dann haben wir hier noch einmal ein großes Fach. Ideal für Kochtopf, Pfanne, etc. Aber auch hier bitte darauf achten, jetzt keine große, schwere Gusspfanne mitnehmen. Campingmaterial, genau, also jetzt eine Campingpfanne. Vielleicht nicht die Porzellanteller von zu Hause mitnehmen in großen Massen, vielleicht ein, zwei, aber jetzt nicht komplett bis oben hin beladen, ne? Weil sonst kommt man auch hier über diese 10 Kilo Beladungsgrenze. So, und einmal hier unten auch nochmal ein Staufach, was auch ganz schön ist. Man kann sich hierfür Einleger holen, gibt es im Zubehör, zum Beispiel beim Fritz Berger. Dann kann man sich das hier noch so ein bisschen unterteilen, damit man das, was man mitnehmen möchte, auch gut verstaut hat. Weil wenn man jetzt da einfach natürlich nur einen Teller reinstellt oder eine Pfanne und man fährt, das muss man immer berücksichtigen, dann rutscht das natürlich überall hin und her und haut man sich da Katschen rein, es geht gegebenenfalls kaputt und das ist halt nicht so ideal. Also da immer natürlich drauf achten, wenn man fährt, dann dass auch alles gesichert ist. Deswegen finde ich so Unterteile eigentlich ganz praktisch. So, das habe ich auch wieder geschlossen. Kommen wir mal zum Kühlschrank. Und das ist ein ganz toller Kühlschrank, Doppelanschlag. Das heißt, ich kann ihn von beiden Seiten öffnen. Einmal von der Sitzgruppe quasi aus. Mhm. Und einmal von der anderen Seite. Finde ich ein nices Gimmick. Das ist ein Absorberkühlschrank. Läuft über drei Betriebsarten. Über Gas, über 230 Volt und über 12 Volt. Also auch während der Fahrt hat er eine Kühlerhaltung. Ist ganz praktisch. Hier oben ist einmal das Bedienpanel dafür. Das ist jetzt ausgeschaltet und man kann hier durch diesen Dreh- und Drückknopf sich da in dem Menü fortbewegen. So, ich mache es auch mal kurz an. Dann sieht man das einmal. Wir haben oben ganz einmal mit diesen Schneeflocken symbolisiert, auf welcher Kühlleistung er steht. Und die kleine Flamme darunter verrät uns, dass er jetzt auf Gasbetrieb läuft. Das kann man ändern. Hat hier gerade schon erwähnt, in welchen Betriebsarten. Und der hat jetzt zusätzlich, und das ist echt eine gute Lösung, eine Automatikfunktion. Das heißt, ich kann den auf Auto stellen, den Kühlschrank. Das heißt nicht, der läuft jetzt über das Zugfahrzeug. Das heißt, der hat einen Automatismus drin. Und der kann sich quasi selber die priorisierte Quelle aussuchen. Also wenn er jetzt über Gas läuft, meine Gasflasche geht leer, merkt er das und würde dann automatisch, sofern verfügbar, auf Landstrom gehen, also 230 Volt. Ja, und dadurch, das ist echt gut durchdacht. So, ich mache den mal wieder aus. Ich drücke den Knopf ein bisschen länger.
und dann schaltet der Kühlschrank ab. Wir schauen aber noch mal kurz rein, wie der aufgeteilt ist. Der hat jetzt hier 3 Fächer. Man kann sich, wenn man möchte, natürlich noch Fächer dazu kaufen. Gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man die dann noch einhängen kann. Hier unten extra noch so eine Arretierung für Getränke, damit die halt nicht hin und her rutschen. Das ist aber auch groß, ne? Also ja, der ist groß, 133 Liter. Also mit, krass, mit Gefrierfach. Ne? Also wir haben hier wirklich einen schönen Kühlschrank. Und was ich auch toll finde, der hat den Kühlschrank auf Stehhöhe. Also wenn man natürlich jetzt von den Einkäufen kommt, kann man die Einkäufe hier hinstellen, kann das ganz angenehm einladen, ohne sich jetzt hier noch bücken zu müssen. Weil teilweise haben ja Kühlschränke, oder sind Kühlschränke immer unten angesiedelt. War es zumindest früher so, da musste man sich mal bücken. Ist hier super gemacht. Wir haben hier oben sogar ein Gefrierfach drin. Kann ich natürlich einmal von der Seite öffnen. Aber auch von der anderen Seite. Also wenn man den Kühlschrank jetzt von der anderen Seite geöffnet hätte, kann man den auch hier aufmachen. Wenn man jetzt gar nichts braucht, also wenn man keine Sachen für das Gefrierfach mitnimmt, kann man dieses Gefrierfach auch rausnehmen und hat dann sogar noch mehr Kühlschrankvolumen. Es geht ganz einfach. Der hat hier unten runter, schau mal, das siehst du bestimmt ganz gut, hier diese Arretierungen, das sind 2 Stück. Hier kann man diese Knöpfe lösen. Das kann ich jetzt rausziehen und dann kann ich das ganze Gefrierfach rausnehmen und kann natürlich dann noch ein paar mehr Lebensmittel im normalen Kühlschrank mitführen. Hier unten drunter nochmal so ein kleines Fach, was man gut für Obst nutzen kann oder Gemüse, wenn man was mitnehmen will. Und was haben wir unter dem Kühlschrank noch? Stauraum. Also ein Stauraum, schade, oder fehlt es hier tatsächlich nicht. Können wir einmal zur TV-Ecke und zum Kleiderschrank. Fangen wir aber einmal bei der TV-Ecke an. Auch wieder ganz oben. Hier oben nochmal ein Ablagefach. Geht komplett über die Tür. Also wirklich jeder Platz ist hier gut genutzt. Und hier haben wir einmal den Fernsehgelenkhalter. Der ist jetzt arretiert. Jetzt kann ich den lösen. Und jetzt kann ich mir den so ausrichten, wie ich es gerne möchte. Ob ich jetzt von der Runzelsgruppe Fernseher schauen mag oder ob ich das vielleicht sogar vom Bett. Beides ist hier möglich. Ich drehe den mal wieder zurück. Direkt hier drunter einmal das Koaxkabel. Und jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, wo stecke ich denn jetzt überhaupt meinen Fernseher ein? Dafür ist nicht die Steckdose hier unten geeignet, sondern, komm mal mit, komm mal durch am besten. Wir haben hier im Kleiderschrank einmal direkt eine Steckdose liegen und da können wir den Fernseher einstecken und das Kabel hier unten durchführen. Dann ist das sauber verlegt und kein störendes Kabel ist hier irgendwo im Innenraum wirklich sichtbar zu sehen durch den Fernseher. So. Auch hier unter dem Fernseher nochmal eine Ablage und ganz unten, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, 230 Volt Anschluss nochmal. Also an Steckdosen fehlt es jetzt hier nicht. Und unten nochmal ein Fach, um was zu verstauen. So. Und hier haben wir auch nochmal 2, ne? Ja, genau. Nochmal 2 offene Fächer. Kann man jetzt entweder, hatten wir schon eben darüber gesprochen, für Schuhe nutzen. Oder auch für Hundeliebhaber kann man da gut was verstauen. Ob es jetzt Leinen sind, Halsbänder, Kackbeutel, wer weiß. Man findet schon seinen Platz für die Sachen. Kommen wir zum Kleiderschrank, großer Kleiderschrank. Ich öffne den einmal, wir schauen mal, passt das perfekt. Und schauen mal in den Kleiderschrank rein. Jetzt sehen wir hier einmal, das ist der Kamin, der geht nach ganz oben, das ist von der Heizung. Dann haben wir einmal die Kleiderstange, also man kann hier wirklich gut Sachen aufhängen. Man muss ein bisschen aufpassen, man darf das jetzt nicht komplett bis oben hin hier voll machen mit Kleidern, weil hier natürlich auch ein bisschen die Technik verbaut ist. Also man sollte hier immer noch dran kommen und hier muss auch noch ein bisschen Belüftung herrschen, damit die quasi nicht überhitzen. Wir haben hier einmal den Umwandler. Es kommen rein 230 Volt und gehen raus 12 Volt. Und hier links einmal der Sicherungskasten mit den Hauptsicherungen. Und hier drunter befindet sich einmal die Heizung. Das ist die Truma S3004 mit 3500 Watt Heizleistung. Wir haben hier links einmal die Umluftfunktion. Also die warme Luft, die die Heizung produziert, muss nicht zwangsweise nur hier punktuell rauskommen. Man kann die nämlich auch verteilen im gesamten Fahrzeug. Wir haben ja eben schon mal in der Rundsitzgruppe diese Schläuche gesehen.
Da wird dann die warme Luft langgeführt und hat dann auch entsprechend die Auslässe, dass sich die Temperatur gut verteilt. Und hier rechts können wir einmal die Heizung anmachen, stufenlos verstellbar. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, zwischen 1 und 5 eine Heizintensität einzustellen. Ja, wir hören das jetzt auch vielleicht so ein bisschen rauschen. Die Heizung haben wir nämlich angemacht. Es sind gerade draußen minus 7 Grad, 6 Grad. Also es ist wirklich sehr kalt. Kann man quasi mit Wintercamping vergleichen. Trotzdem haben wir jetzt hier im Fahrzeug wirklich angenehme Temperaturen, obwohl ich jetzt eine Jacke an habe. Ich würde mal sagen, hier drin sind bestimmt 20 Grad gerade. Ja, du könntest die Jacke direkt ausziehen. Also man könnte die Jacke theoretisch schon, tatsächlich. Frage ist, warum machen wir es auch gar nicht. So, ich mache die Heizung aber mal wieder. Nee, ich lasse die mal auf 1, sonst frieren wir wirklich drin. Ist ganz schön und vor allem, ich finde, sie stört nicht. Also sie steht jetzt nicht groß hervor, nimmt keinen großen Platz ein und ist hier durch die Lage, dass es relativ mittig ist, gut gelegen. Dadurch verteilt sich natürlich die Luft noch gleichmäßiger oder die warme Luft und gut genutzt, ohne dass man jetzt einen großen Stauraumverlust hat. Dann kommen wir einmal zum Bad. Wir haben jetzt hier ein außenliegendes Waschbecken. Oben großer Spiegelschrank, nochmal mit den drei Lampen, ganz angenehm. Die macht man wo an und aus? Die Lampen hat man hier, den Lichtschalter. Also wir haben jetzt hier einen rechten Lichtschalter, der ist für oben die drei Spots und hier unten drunter für die indirekte Beleuchtung wieder. Und der Lichtschalter daneben, der ist hier für das Bad. Da schauen wir aber jetzt gleich einmal rein. Wir machen mal den Spiegelschrank auf. Nochmal zwei Fächer, an den Seiten natürlich auch nochmal jede Menge. So. Dann haben wir auch nochmal eine Steckdose. Und das ist ganz praktisch. Es gibt hier noch Zahnputzbecher, die haben wir jetzt hier nicht mit reingehangen, kann man sich aber noch mit reinnehmen. Und hier oben haben wir so Haken. Die Haken, wenn man die gar nicht braucht, da kann man sich natürlich so ein Handtuch, ein kleines aufhängen oder einen Waschlappen. Kann man aber auch herausnehmen. Die sind nur eingeklipst. Und dann habe ich die schon rausgemacht. Man kann die sich aber auch noch nachbestellen. Also wenn es da noch an welchen Haken fehlen sollte, kriegt man die im Zubehör bei Fendt. Ich mache die mal wieder rein. Dann haben wir auch hier wieder an dem Waschbecken Warm- und Kaltwasser. Und unter dem Waschbecken nochmal jede Menge Verstaumöglichkeiten. Einmal hier. Genau, und einmal direkt unter dem Waschbecken kriegt man noch mal alles rein. Und jetzt ist hier in dem Bereich auch der Knopf, um die Therme anzumachen. Ich hatte eben schon mal gesagt, das Fahrzeug hat keine Therme. Der hat ja diesen Boiler von Truma mit 14 Liter. Der Schalter ist trotzdem immer an der gleichen Stelle. Und der ist einmal hier an der Seite. Ich mache den mal an. Da kann man das einmal anmachen. Oben ist auch nochmal so ein kleines rotes Lämpchen. Wenn man den eingeschaltet hat, leuchtet der auch rot und man sieht meine Therme oder jetzt hier wie in dem Fall mein Boiler, der ist eingeschaltet. Jetzt kommen wir einmal zur Toilette. Wir schauen mal rein. Und das Fahrzeug hier hat sogar eine Sonderausstattung. Und zwar ist hier eine Dusche drin. Und dadurch haben wir einmal hier den Duschvorhang und hier oben auch einmal die Brause. Ist also auch dadurch natürlich super autark, das Fahrzeug. Wenn man duschen will, geht das. Serienmäßig ist das nicht enthalten. Kommt aber natürlich auch immer darauf an, wie man Urlaub machen möchte. Wenn man eh primär Campingplätze ansteuert, wo gute sanitäre Einrichtungen sind, dann braucht man gar nicht so ein Schauerpaket. Das ist jetzt hier in dieser Ausstattung eher für die, die auch mal gerne autark stehen möchten, also ganz frei. Und gar nicht jetzt groß auf sanitären Einrichtungen angewiesen sind. So, wenn man geduscht hat, wo kommt das Duschhandtuch hin? Entweder hat man hier oben die Möglichkeiten, das unterzubringen, oder hier vorne rechts, das hatte ich eben nicht gezeigt, haben wir auch noch mal einen Haken, um etwas unterzubringen. Dann haben wir im Bad auch noch mal diverse Ablagemöglichkeiten. Einmal hier oben, noch einmal hier im Zwischenfach und hier noch mal. So ein kleines Starterpack an Chemie schon mal für die, die sich das Fahrzeug irgendwann kaufen möchten. Und auch hier nochmal
ein Fenster. Das Fenster ist jetzt hier so eine Milchglasoptik. Also man kann jetzt hier auch nicht reingucken von außen. Das ist anders wie bei den anderen Fahrzeugen. Fenster kann man natürlich öffnen. Knopf wieder drücken. Drehen. Und es ist wieder arretierbar in drei Stufen. Erste Stufe. Zweite Stufe. Und ganz oben dritte Stufe. Wenn ich es ganz aufmache, kann ich es wieder schließen. Ich verriegel das mal wieder. Hier haben wir auch wieder Fliegenplissé und auch einmal wieder ein Verdunklungsplissé, was man in drei Stufen wieder einrasten kann. Wo macht man hier die Dusche an? Wo macht man die Dusche an? Ja, ich zeig das mal. Das ist hier hinter dem ganzen Vorhang versteckt. Hier haben wir einmal den Regler für die Dusche. Natürlich Warm- und Kaltwasser, wie man gerne möchte. Und was auch ganz praktisch ist, das heißt ja nicht mehr, dass man hier drin duschen muss. Man hat die Brause und das kann man nämlich auch machen, wenn man jetzt zum Beispiel an einem ungestörten Spot steht und es ist dort erlaubt, vielleicht auch draußen duschen zu können. Man muss natürlich dann aufpassen, man sollte jetzt nicht irgendwelche Shampoos benutzen, die dann die Umwelt gegebenenfalls angreifen könnten. Man kann den Duschschlauch natürlich auch raushängen. Man kann sich draußen mal abduschen oder die Füße sauber machen oder wenn man ein Fahrrad hat, das Fahrrad damit sauber machen. Also man kann es eigentlich ganz gut verwenden, auch dafür. So. Dann der Abfluss. Hier. Genau, Abfluss haben wir einmal unten links. Dann haben wir einmal die Toilette. Ich mache die mal auf. Toilette hat auch hier eine Klobrille. Und hier ist einmal die Anzeige. Da sehen wir jetzt einmal in LEDs, wie voll ist meine Toilettenkassette. Und wie voll ist das Spülwasser für die Toilettenkassette? Weil er hat einen separaten Tank, also er nimmt die Toiletten, das Wasser für die Toilettenspülung nicht aus dem Frischwassertank. Der ist hier separat angesiedelt. Der blinkt jetzt, weil er leer ist. Wenn man auf Toilette gehen möchte, muss man einmal hier die Verriegelung öffnen. Und schon kann man jetzt sein Geschäft erledigen, wenn man will. So, ich mache das mal wieder zu. Was ist das da unten? Das hier unten, das ist ein Auslass von der Heizung. Also auch der Raum hier ist beheizt. Hier würde dann warme Luft rauskommen, wenn man diese Umluftfunktion einstellt. So, ich komme mal wieder raus. Jetzt kommen wir zum Bett einmal oder zur Schlafecke. Wir beginnen auch wieder oben. Auch hier wieder die Ambientenbeleuchtung, dient zur indirekten Beleuchtung von den Staufächern. Auch wieder jede Menge Platz drin. Zwischenablage, die ist auch relativ tief, ne? Also hier passt auch noch mal viel rein und mit so einer kleinen Kante, dass wenn was hier drin ist, es nicht direkt rausrutschen kann. Dann haben wir einmal hier links noch einmal so eine kleine Garderobe, also man kann hier noch mal was aufhängen und was auch ganz optisch schön ist, finde ich, in dem Stoff, wie das Polster ist. Also es macht dann noch mal was her. Dann einmal ganz vorne im Bug noch mal zwei Spanhalslampen. Die kann man hier direkt über den Kippschalter an der Lampe selber an- und ausmachen. Dann nochmal hier diverse Fächer. Und hier haben wir nochmal eine Steckdose. Und die ist einmal da ganz hinten links. 230 Volt wieder. Und noch einmal hier der Lichtschalter vorne am Kopfende, um oben die Ambientenbeleuchtung aus- und anzumachen. Auch wieder ein großes Fenster. Fenster hat auch wieder ein Fliegen- und Verdunklungsbudget und kann man ganz öffnen. Und jetzt kommen wir einmal zur Matratze. Wir haben hier eine klassische Federkernmatratze, hat einen sehr guten Schlafkomfort. Und das Tolle ist, dass wir hier auch ein richtiges Lattenrost integriert haben. Oh, krass. So kann ich das jetzt mal zeigen. Und das kann man sogar in Härtegrad verstellen. Also wir haben hier einmal die Möglichkeit, das dann wirklich ganz individuell anzupassen. Und das macht natürlich dann nochmal einiges her, wenn man dann auch mal auf Reisen ist, dass man einen hohen Schlafkomfort hat, genauso wie es zu Hause auch ist. Das Bett kann man auch aufstellen, wenn man jetzt mal an den Stauraum unter dem Bett ran möchte, einmal hier mittig greifen. Jetzt kann man das schon aufrichten, das Bett. Also wir beginnen einmal hier unter dem Bett, kann man ganz schön öffnen. Wir haben zwei Gasdruckfedern und jetzt sehen wir auch einmal den ganz großen Stauraum, den wir hier haben. Man kann einmal von außen natürlich B- und Entladen, hat aber auch natürlich so die Möglichkeit,
das Gleiche auch von innen zu machen. Wenn man jetzt mal an was dran möchte, geht das ganz rasch. Dann haben wir hier links, oder nee, Entschuldigung, hier rechts einmal den elektrischen Boiler von Truma. Fast 14 Liter ist in diesem Schauerpaket mit integriert. Ist eine ganz schöne Sache. Serienmäßig wäre da die Therme enthalten. So, da schließe ich jetzt auch einmal, wo ich noch gar nicht drauf eingegangen ist, bin, wie viele Personen können jetzt hier auf diesem Bett schlafen? Kommt natürlich immer auf die Person an, muss man dazu sagen. Es ist für zwei Personen ausgelegt und passt da ganz gut. So, hier auch im Schlafbereich haben wir hier oben einmal den Feuermelder. Der ist jetzt nicht dran, ist aber hierfür vorgesehen. Und wir sehen hier eine Schiene. Und wenn man jetzt doch mal mit mehr als zwei Personen reist und hinten wird das Bett genutzt, dann kann man sich das hier absperren. Das mache ich einmal. Hier ist die Arretierung. Und das kann ich jetzt hier einmal schließen. Und ganz am Ende, hier ist einmal ein Magnet und das Gegenstück ist an dem Plissé dran. Schließt das dann sauber ab. Und man hat dann ein bisschen seine Privatsphäre, wenn man jetzt mit mehreren Personen hier in dem Fahrzeug reisen möchte. So, schließe ich das mal wieder und arretiere das. Dann haben wir hier oben noch einmal ein kleines Fenster. Ich öffne das mal. Das kann man auch öffnen. Dazu drücken wir hier den Knopf rein. Kann das ganz aufschieben. Man hat aber noch zwei Zwischenmöglichkeiten. Man muss es also nicht ganz aufmachen. Auch besser als zu Hause. Auch besser als zu Hause, ja, da gibt es nur auch oder zu, ne? Ja, oder auch kein Fenster in der Decke. Oder gibt, ja, und kein Fenster in der Decke. Das stimmt. So. Auch hier Fliegenplissé. Und jetzt schauen wir uns noch einmal das Fenster über der Rundsitzgruppe an. Das haben wir jetzt hier einmal abgedunkelt. Ich mache es einmal auf. Auch hier natürlich Fliegenplissé. Und das ist super praktisch hier. Das ist stufenlos verstellbar. Wir haben ja eine Kurbel. Und jetzt kann ich das Fenster quasi so, wie ich es gerne möchte, auf- und zu machen. Und es hält in jeder Position, wo ich anhalte. Ich mache es mal ganz auf. Dann seht ihr mal, wie weit das aufgeht. Und das ist quasi die Endstufe. Also man kann es komplett öffnen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn es natürlich starker Wind sein sollte. Dann ein bisschen Obacht. Das wäre es auch schon mit der Vorstellung hier von dem Fendt Bianco Selection 465 SFB. Es sei denn, ich weiß nicht, hast du noch Fragen? Ich finde es super, also super geräumig. Und was ich auch sehr toll finde, dass der Boden ebenerdig ist. Also es gibt gar keine Stufen hier drin, außer genau, natürlich hier zum Ausgang. Ja. Aber natürlich auch toll, ne? Da kann man auch im Dunkeln dann schön rumlaufen oder so. Ja, und man stolpert, ne? Weißt du, was auch cool ist an dem Boden? Das ist PVC-Boden, das ist ja aus einem Guss. Also es ist jetzt hier nur in der Optik von Laminat oder Parkett. Hat ja aber gar keine Fuge. Und wenn hier auch mal was hinfallen sollte oder es läuft einem was aus, weiß nicht, zum Beispiel eine Flasche Wasser oder nasse so. Schuhe halt auch, ne? Ja, oder nasse Schuhe. Also man kann das super sauber machen und es ist halt direkt keine Kitsche drin oder so. Also es ist sehr robust gemacht. Also sehr durchdacht, auch der Boden. So, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, schauen wir uns mal kurz die Tür an, weil die ist auch ganz schön gemacht. Das ist eine breite Eingangstür. Hier auch nochmal mit Verdunklungsplissé. Tür kann man natürlich von innen abschließen. Hier ist einmal der Mechanismus dafür. Ich drücke den rein. Tür ist jetzt verriegelt und die kann ich jetzt nicht mehr von außen öffnen. Ich kann sie aber von innen öffnen. Wenn ich den Hebel jetzt hier umlege, ist die Tür wieder offen und ich kann sie aufmachen. Dann haben wir hier unten noch einmal den Mülleimer integriert, sofern man es als Mülleimer nutzen möchte. Und hier ist einmal noch die Vorrichtung, dass man dann eine Tüte einklemmen kann. So, ich mache die Tür mal ganz auf. Und man kann auch noch ein Sonnenrollo, ne? Achso, ja, ein Fliegenplissé. Achso, ja. Mach das mal auf. Genau, meine ich, jo. Also, man kann das auch komplett schließen. Ist da ganz schön gemacht. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Wenn ich das jetzt aufmache und ich schmeiße die Tür wieder zu, dann kommt Mülleimer gegen Tür und kann gegebenenfalls dann kaputt gehen. Da ein bisschen Obacht geben, aber das passt dann ganz gut. Und jetzt können wir zum Fazit kommen. Kommen wir zum Fazit vom Fahrzeug. Für mich persönlich ist das Fahrzeug perfekt für spontane Wochenendtrips oder tolle Abenteuerreisen. Geeignet für 2 bis 4 Personen. Wobei ich muss dazu sagen, für 4 Personen könnte es dann hier und da vielleicht im Wohnraum ein bisschen zu eng sein, weil man möchte natürlich irgendwo schon seine Privatsphäre haben. Und dann
vielleicht eine Nummer größer, weil da gibt es natürlich auch noch schöne Modelle. Ansonsten von innen tolle große Blickachse, lichtdurchfluteter Raum durch die schönen großen Fenster, die man auch überall öffnen kann. Also für mich persönlich ist das ein schönes Fahrzeug. Wenn ihr spezielle Fahrzeugwünsche habt oder Fragen zu dem Fahrzeug oder generelle Fragen zum Thema Camping, dann schreibt das gerne ins Kommentarfeld. Wir beantworten die gerne und dann bis zum nächsten Mal, euer Max.